So, da bin ich wieder mit Don't Starve. Es ist immer noch Tag 8. Ich habe immer noch meinen Speer in der Hand. Bin bereit zu kämpfen. Auch gegen Hasen. So. Gut, ich habe mir gerade den Kühlschrank gebaut. Habe mir einen schönen Fleischeintopf gekocht. Und immer noch zu wenig Holz für eine Kiste. Beziehungsweise es reicht gerade für eine, glaube ich. Und danach habe ich aber auch wirklich nichts mehr an Holz. Aber das mache ich jetzt einfach mal. So. Zweite Kiste. Habe ich hier schon Gold drin? Ja. Wobei, ich muss niesen. Ah, ich habe mich gemutet. Ich habe es noch geschafft. Ah. So. Hier habe ich eine Schaufel drin. Eine Schaufel habe ich aber auch im Inventar. Und dann organisiere ich mir doch mal eben Holz von hier oben. Immer von den großen Bäumen, dann kann ich zumindest nachpflanzen auch. Und dann sind wir eigentlich für den Winter schon ein bisschen ausgerüstet. Und dann kann ich mein Lager weiter ausbauen mit mehr Essen, also mehr Felder und müsste noch ein bisschen Spinnen farmen für Spinnenseide, damit ich mir ein Zelt und so bauen kann. Aber das machen wir jetzt alles nach und nach. Schön nachpflanzen, damit der Tree Guard nicht kommt. Und hier ist aber leider nichts. Dann mache ich hier, nehme ich die Falle von da unten mal mit. Mein Leben reicht noch aus, mal ein bisschen Spinnen zu farmen und dann da oben auch einfach noch ein bisschen Holz zu fällen. Den Samen nehme ich mit. Und hier höre ich da auch schon die Büffel. Könnt ihr ein bisschen weiter weg von den Spinnen gehen? Ich glaube, das wäre gut. Ah, jetzt ist schon wieder Abend. Die agieren als Mob. Wenn man die angreift, dann kommen alle anderen Spinnen aus der Umgebung auch und wollen mitspielen. Aber eigentlich sind die keine große Herausforderung, wenn die alleine sind. Da kann man immer ein bisschen weiter weglaufen. Wichtig ist, dass man nicht auf dem Netz steht. Dann kommen die bösen gelben Spinnen raus und die können weiter springen. Und wenn es zu viele Spinnen sind, dann stun die einen auch. Ich nehme das Nest hier mal weg. Auch wenn es ein bisschen doof ist, es wäre ja bald dreistöckig. Aber da unten war noch eins und das ist mir zu nah an den Büffeln. So, und dann habe ich auch schon ein bisschen Spinnenseide. Reicht das schon für Zelt? Ich glaube schon, ja. Ich kann ja die einzelne Spinne, die hier noch so rumläuft, gleich auch einmal einfangen. Wo taberst du lang da oben? Allround-Talent-Falle. Frösche kann man damit auch fangen. Das ist immer eine gute Investition. Die paar Grashalme und Stöckchen in eine Falle. Daraus kann man richtig viel Futter sich rausziehen. Und auch Kämpfe vermeiden, ne? Also gegen die Frösche. Das ist ja schon manchmal sehr ätzend. Die agieren ja auch als Mob. Aber eins nach dem anderen. Frösche haben wir hier ja noch gar nicht gesehen. Gut, da ist das andere Spinnennest. Holz habe ich jetzt auch erstmal ein bisschen. Dann bauen wir uns doch mal erstmal einen Rasierer und rasieren mal die Büffel heute Nacht. Reicht mein vielleicht. Ich weiß, dass ich ein bisschen dolle Hunger habe. Der Schmortopf ist nicht die Chemiemaschine. Aber das kann ich ruhig noch ein bisschen ziehen. Das schadet nicht. Also, wenn ich mich jetzt selbst rasiere, müsste ich nach rechts drücken. Das heißt, gleich bei den Büffeln muss ich nach links drücken, wenn ich sie denn finde.
Feld wieder vorbauen. Zack, habe ich genug Platz wieder im Inventar. Nehme ich darauf trotzdem gerne. Das ist Schlafenszeit. Sehr gut. Die können nur in der Nacht rasiert werden. Tagsüber möchten die es irgendwie nicht. So. Mal ein bisschen was mit hier. Komm morgen früh wieder, wenn es ein bisschen heller ist. Um zu schauen, ob da noch welche liegen. So. Der Fleischtopf, der macht nämlich meinen Magen komplett voll einmal. Deswegen wäre es jetzt doof, wenn ich den jetzt schon verzehren würde. Oh, es sind schon gut viele Bäume. Vielleicht pflanze ich hier noch ein paar hin. So. Ja, ja, Charlie, beruhig dich. Und zweite Kiste habe ich auch schon. Da kommt das hier dann erstmal rein. So. Rasierer brauche ich gerade nicht. So, immer auf das Hasenloch draufstellen. Sonst wissen die Hasen ja gar nicht, wo sie reinlaufen sollen. Oh, da oben sind sie. Und wie traurig sie jetzt gucken. Kalt, kalt. Und wir sehen so doof aus. Wo ist unser Fell? Hier bei mir. Ich mache mir daraus einen Hut. Danke. Schnell ein bisschen Gras auf dem Weg noch mitnehmen. Und dann habe ich auch schon genug, um mir einen schönen Winterhut zu machen. So, der ist hier unten beim Tab. Kein Zylinder. Ich mache mir auch nicht so gern den Zylinder, der verbraucht sehr viele Ressourcen. Ich mache mir lieber ein Zelt und schlafe da nachts. So. Die kommt hier rein, das kommt da auch rein. Gut. Und dann ziehen wir mir jetzt das Essen rein. Zack, komplett voll wieder. Froschschenkel müsste ich mal verkochen. Ich habe kein Gemüse. Also nicht genug. Mal ein bisschen hier. Hab ich auch nicht. Oh wei, oh wei, oh wei. Zu viel Fleisch, zu wenig Gemüse. Ich spiele zu oft die Wikingerin. Dann verkochen wir alles an Fleisch. Den Schmetterling hätte ich auch reintun können. Manchmal werfen die Butter. Naja. Schön. Los, kochen, kochen, kochen. Ich will's mitnehmen. Los, 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 los. Ich bin ungeduldig. Das wird eine Weile dauern. Und wenn ich so tanze, dann auch. Los, 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 los. Ich bin ungeduldig. Gut. Was könnte ich denn noch bauen? Forke brauche ich nicht. Ah ja, hier. Die kenne ich alle noch gar nicht. Das probieren wir mal bald. Ein Frosch-Sandwich habe ich gebaut. Schön. Okay, was wollte ich als nächstes machen? Ich brauche eigentlich noch mehr Steine. Aber grundsätzlich gehe ich mal nach da rechts und erkunde mal die Map noch ein bisschen. Mir geht es ja gerade ganz gut, dann kann man das auch mal zwischendurch machen. So, eigentlich wollte ich Gemüse sammeln, aber vielleicht sind da ja auch ein paar Büsche, die ich mitnehmen kann. Eine Schaufel habe ich ja dabei. Da habe ich es doch gehört, ich wusste es doch. Auf euch ist Verlass. So, die Spinnen lasse ich erstmal in Ruhe. Da ist so eine gelbe Spinne. Die machen ein bisschen mehr Schaden und die springen so fies. Oh, darf ich das Fleisch haben? Nein. Schade.
eigentlich haben wir ja auch immer noch vor. Also ich habe vor, den Adventure Mode Eingang zu finden. Wenn ich die Welt nicht erkunde, dann wird das nichts. So. Hier war irgendwo ein Schweinchen in der Nähe. Onk, onk. Der Adventure Eingang ist eigentlich immer im Wald. Aber ich hatte es vor einiger Zeit, also Araune, dass der... Oh, noch mehr Büffel. Und ein Busch, den nehme ich mit. In der Wüste gespawnt ist und nur um ihn herum war ein bisschen Wald. Ist gut zu wissen, dass diese Welt hier sehr viele Büffel hat. Die kann man immer gut gebrauchen. Darf ich? Danke. Das heißt, eigentlich könnte er überall sein. Oh, der ist hier. Nein, schade. Sieht nämlich so ähnlich aus. Also nicht wie ein Baum, sondern das sind dann böse Blumen. Ah, eine Steingegend. Auch richtig gut. Und bei den bösen Blumen ist dann halt der Eingang auch. Ja. Erstmal alles mitnehmen, was geht. Da oben ist das Crank-Thing. Wie heißt das im Deutschen denn? Das spawnt immer hier bei so einem Schweinchen. Das Kurbelding. Okay. Macht Sinn. Mit so Blümchen drumherum. Böse Blumen. So. Und dann liegt da auch immer eine Axt. Zack. Kaputt. Leider keine Spitzhacke. Die hätte ich jetzt auch gut gebrauchen können, aber Steine kann ich auch mit einer eigenen Spitzhacke mir hier farmen. Ich baue mir am meisten die Goldsteine ab. Die spawnen übrigens nicht wieder. Aber die normalen Steine auch nicht. Also in den größeren hier, die so goldene Streifen drin haben, da ist Gold drin. Und in den anderen ist halt Nitro drin. Salpeter, glaube ich, heißt das. Ja, im Englischen Nitro. Ich bin kein Geologe. Ach ja, der Wilson. Und aus denen kann man ein umgekehrtes Feuer machen, ein kaltes Feuer. Zu viel mehr sind die gar nicht zu gebrauchen. Glaube ich gerade. Vielleicht gibt es ja noch andere Rezepte. Es gibt so unendlich viele Ressourcen. Ist kein Wunder, dass man nicht alles kennen kann. Und so viele Rezepte. Und so viele neue Sachen auch. Ich kann es immer nur wieder sagen. Super, ich habe richtig Glück. Vollmond und Glommer ist dort. Kriege ich heute Nacht nicht. Im normalen Dawnstarf haben wir ja zum Glück 2 Nächte lang Vollmond. Deswegen ich hier jetzt gleich dann die andere Richtung einschlagen werde, um mir in der nächsten Nacht Glommer zu holen. Und ich glaube, ich habe jetzt auch genug Gold. Ich glaube, ich hatte schon wieder eine ganz andere Mission. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich vorhatte, aber Steine und Gold kann man immer ganz gut gebrauchen. Hatte ich gerade ja auch nicht so viel. Ach, ich wollte die Karte ein bisschen weiter aufdecken. Ja, dann habe ich ja gar nicht so viel falsch gemacht. Das ist hier ziemlich behaglich. Das gefällt mir gut. Da haben wir auch schon den nächsten Tag. Das ist eine große Map. Hm? Es wird schwierig werden, hier den Adventure-Mode-Eingang zu finden.
Aber dann müsst ihr euch einfach ein bisschen gedulden. Ich werde es dann einfach im Titel direkt kenntlich machen, wenn ich es geschafft habe. Und auch auf dem Thumbnail am besten. Dann könnt ihr das hier im Zweifel alles überspringen. Sagte sie am Ende der Folge. Ja. Habe ich mir gerade so überlegt. Ich könnte mir sonst auch so eine Wünschelrute bauen. Ich glaube, die schlägt auch aus in der Nähe des Eingangs. Aber die schlägt eben hauptsächlich in der Nähe der Dinge aus. Weswegen es halt verwirrend sein könnte. Und außerdem finde ich es umständlich. So, Schaufel kaputt. Los, Schweini. Das sind so viele Spinnen für dich, ja? Ach ja, Glommer. Wichtig, wichtig. Glommer, Glommer, Glommer. Ich mag Glommer so gerne. Aber wen ich noch lieber mag, ist der kleine Chesterfield. So, einen Schweinekönig hatte ich auch schon gefunden. Kann ich auch den Zwerg, den Gnom mitnehmen. Gut, ist aber auch weit. Ob ich das schaffe? Muss. Wilson, rennen. Los, Wilson. Habt ihr hier brav hingeknötelt? Sehr schön, weitermachen. Ja, ist einfach ein bisschen entspannt hier. Fällt mir gut. Könnte ich das hier mal eben hier lassen? So, so, danke. Woher kam das Eis? Habe ich einen Gletscher kaputt gemacht? Teile sind befreit. Im Winter spawnen sowieso ganz viele Eisgletscher. Einfach dadurch, dass man die Pinguine aus Versehen triggert. Deswegen braucht man jetzt im Herbst keine Gletscher abbauen. Das macht einfach keinen Sinn. Wenn man einen Kühlschrank hat, dann reicht es, wenn man die im Winter... Ich starte ja eh immer im Herbst. Dann reicht es, wenn man die im Winter... Da oben ist er. Abbaut. Dann hat man im Sommer genug Eis noch. So, die schlafen hier alle. Es war eine anstrengende Nacht. Oh, Chesterfield! Oh, super. Ich fühle mich beobachtet. Wie kommt das denn nur? Er fühlt sich immer noch beobachtet. Da ist Chesterfield! Oh, ich mag den so gerne. Der ist so süß. Was sagt er zu Chesterfield? Langsam wird's spät, ja. Und zu Chester, wohlgeboren Otto von Chesterfield. Sehr toll. Ach, die Schaufel ist mir ja kaputt gegangen. Mache ich mir eben eine neue. So. Und dann warten wir hier mal auf Glommer. Ich putte mal hier ein bisschen rum. Und macht dann jetzt auch schon Pause und startet die nächste Folge mit Glommer und beende diese mit Chesterfield. Otto von Chesterfield. Wohlgeboren. Ach, wie toll. Gut, ciao. Oh, nicht den Chester hauen. Nicht Chester hauen. Ciao, bis gleich.